Hallöchen, so, nun habe ich mein Zeugs von Amazon auch bekommen. Da ist Schraubendreher mit einem Spezialbit. Sagen wir es mal so. Die ganze Kiste habe ich mir von Amazon geholt. Das halt bei ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kreuz, Kreuz. T6, T8, T9, T10, diese Tri-Wings zweimal für die Switch und dann die zwei Bits, der hier war ein Schraubendreher drin, der flache, der eine, die zwei Bits für die Game-Konsolen. Zum Beispiel für die hier und dann halt noch Pinsel, eine Pinzette und ganz viel Zeugs zum Aufbrechen und wie auch immer, so ein Display-Dings. Schauen wir mal. Hat auch nicht viel gekostet, glaube knapp ein Zehner. Ich brauchte die Bits und die Bits hätten 6 Euro gekostet, ein ganzes Set mit knapp 10 Euro. Habe ich gesagt, naja, kannst du das ganze Set kaufen, weil ich wollte die Tri-Wings auch haben für die Switch. Wieso fokussierst du nicht so richtig? Gucken, ob das geht mit diese Schrauben. Da brauche ich halt die Bits. Das geht ja halt nicht anders. Und jetzt würde ich mal reingucken in das eine Spiel hier. Das habt ihr, glaube ich, gerade gesehen. Das ist das Maniac Mansion. Deutsche Version mit Backup-Batterie. Da ist eine Batterie drin. Wichtig immer, diese Spielekassette enthält Batterien. Diese können beschädigt werden, wenn die bla blub. Die speichert halt nicht mehr. Soll ich mal reingucken? Aha. So, von wann ist das denn? Von wann sind die Chips? 41. Woche 91. Das sehe ich nicht. Sony Japan. Sony Japan. Zwei Sony Chips. Da ist ein F Japan. Nintendo. Nintendo. 91, 91, 34. Woche. Und dann halt die Batterie. Und eine Panasonic. Die ist gelötet. Da müsste ich dann jetzt. Habe ich jetzt nichts Passendes da. Ich wollte gucken. Da muss ich mir mal einen Batteriehalter besorgen. Zum Glück ist der nicht ausgelaufen. Ich habe schon davon gehört, dass solche Batterien manchmal auslaufen. Okay. Also, einen Batteriehalter habe ich jetzt leider nicht da. Glaube ich nicht. Oder hätte ich noch einen auf irgendeinem alten Mainboard? Muss ich mir mal angucken. Wie ist das, wie war das hier drinne? So, wie viel Platz? Na, sehr viel Platz ist da nicht. Kann man das erkennen? Ich guck mal, ob ich einen Batteriehalter finde. So, da bin ich wieder. Jäger und Sammler hebt alles auf. Das funktioniert noch und zwar ist, glaube ich, das sogar eine aufladbare. Oder zumindest hatte ich eine von diesen aufladbaren. CR2032. Die ist jetzt da nicht drin. Energizer. Nee, das ist noch was anderes. Hier, das mit USB. Da ist der USB kaputt. Der Micro-USB. Die blinkt halt weiß. Aber eine Energizer habe ich hier. Das ist doch gut. Allerdings funktionieren die anders. Da ist ein großes Plättchen unten und das andere ist dort drüber gelötet. Kriegt man das hier auch hin?
Könnte ich das hier machen? Nee. Ich habe jetzt auch kein sag schnell Punktschweißgerät. Batteriehalter habe ich keinen mehr. Da den habe ich schon rausgelötet, gab für was anderes. Aber das ist jetzt natürlich doof. Und da jetzt ein Kabel anlöten. Nee. Ich verlinke mal einen Batteriehalter bei Amazon. Vielleicht ist ja einer so freundlich und bestellt mir die. Sonst muss ich das mal demnächst mal machen. Also diesen Monat kann ich es nicht mehr. Ist ein bisschen schwierig, außer ich finde noch mal was. Ach, wir können ja aber noch eine Sache können wir ja noch machen. 91, das sind 20, 30, 32 Jahre alt. Wo habe ich jetzt das Ding? Da unten. Und zwar, würde mich das mal interessieren, wie viel Volt ist da noch dran? OL, achso, ich bin bei Millivolt. 3 Volt? Das passt nicht. Nach 32 Jahren ungefähr hat die noch 3 Volt? Ich habe sie nie getauscht. Gut, das ist jetzt unbelastet, aber es muss ja auch nicht viel Belastung drauf. Das soll ja jetzt so, wie es ist, speichern. Warum speichert das denn nicht? Das sagt 3 Volt. Immer noch. Ist da was kaputt? Wo geht das hin? Das obere ist Plus. Ich zeige es mal. Plus von der Batterie. Wo sind wir denn jetzt hier? Da. Geht hier durch die Diode durch. Und längs geht auf den Widerstand, ja, von dem Widerstand auf die Seite von der Diode und dann auf den IC. Also, die hat noch 3 Volt, aber warum speichert die denn nicht? Warum speichert die nicht? Haben wir hier irgendwo Masse? Masse ist hier nirgendwo angeteasert. Masse ist da. Na, jetzt wird er Minus anzeigen. Da nicht. 2,8 2,8 3,7. So geht ja dadurch die Diode, ne? Ja. 3 auf 2,8 sind 0,2 Volt etwa Abfall. Weil das ist eine 3 Volt Batterie, hier steht 3 Volt. Das ist ja 32. Okay, aber warum speichert das Spiel nicht mehr? Normalerweise sollte das dann ja noch speichern. Da muss ich nochmal die NES rausnehmen, raussuchen. Ja, raussuchen muss ich sie nicht unbedingt. Ich habe sie, ich weiß, wo sie ist. Und das nochmal probieren. Vielleicht machen wir das nochmal zusammen. Dann mache ich das nochmal als Update hier hinter dran. Das ist ja eigenartig.
Normalerweise sollte sie speichern. Die hatte 3 Volt, die im Spiel. Was hat die hier? 3,19. Na gut, die hat vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht ist das auch schon ausreichend, dass die nur noch 3 Volt hat. Dass 3 Volt schon zu wenig sind und sie 3,3 braucht. Ich könnte ja mal was gucken. Da ist ja noch so viel Platz in dem Ding. Und ich habe hier von den ganzen E-Zigaretten noch die ganzen Akkus. Wenn ich da jetzt... Dioden habe ich genug. Da so ein Akku reinsetze. Das macht ja nichts. 3,7 Volt. Auf 4 Volt. Da müsste das doch gehen. Sony Japan, was ist das hier? CXK. Was ist das? 586? 586? 4BPX. Volt auf VCC. Auf VCC? Ich habe die Voltage. Minus 0,5 to plus 7 Volt. Input Voltage VIN. 14 ist Ground. VCC. Da sind 2,8. Also sollte eigentlich hinhauen. 0,5 to 7 Volt. Die Batterie hat Saft. Sollte theoretisch hinhauen. Ich werde das Spiel jetzt nochmal reinschmeißen. Ich werde es nochmal ausprobieren, ob der speichert. Weil das ist bei dem Spiel, ja, ob das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht. Aber macht schon mehr Sinn. Das macht eigentlich auch bei anderen Spielen Sinn aus der Zeit. Zum Beispiel Mario Bros., dass man speichert, wo man stehen geblieben ist. Und da weiterspielen kann, weil jedes Mal, wenn man die Konsole ausmacht, fängt man wieder von ganz von vorne an. Und ich weiß nicht, wie viele Level da drin sind. Da sind ganz viele Level drin. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Und werde das dann als Nachtrag noch hier hinten ranhängen. Also, wir sehen uns dann nachher gleich wieder, wenn ich soweit fertig bin. Das dauert jetzt ein bisschen zu lange, um das hier alles aufzubauen. Gut, dann, wir sehen uns gleich. Ich mache das als Nachtrag. So, Hallöchen, jetzt der Nachtrag. Ich habe das Spiel schon drin, ich habe die Dings hier angeschlossen. Maniac Mansion. Wenn das Audio zu laut ist da von dem Spiel, dann tut's mir leid. Ich weiß nicht, wie laut das nachher rüberkommt. CD-Spieler, das geht auf Ketten. Das ist mit dem CD-Spieler habe ich bisher nur hier auf der NES-Version so mitgekriegt. Ich muss ja jetzt hier mit dem D-Pad rumspielen. Das ist ja bisschen kompliziert.
Aber egal, ich will ja gucken, ob das Ding speichert. So, gehen wir rein. Nee, nicht nach oben. Gehen wir dahin. Öffne. Tür. Ach, da. Kann man nicht. Select kann man das auswählen, das ist gut. So, machen wir dahin. Es klappt nicht, schalt ein. Ja. So, gehen wir weiter. So. Zurück zum Spiel speichern. Das ist natürlich hier ein bisschen, ja. Hat er jetzt das Spiel gespeichert? Steuern Sie die... drücken, das NES ausgeschaltet wird. Also die Reset-Taste drücken, während das NES ausgeschaltet wird. Spiel laden, ist da was drunter? Keine Ahnung. So, ich drücke die Reset-Taste und schalte sie aus. So. Ich schalte sie wieder ein. Fängt das ja wieder da an. Ja. Ja. Das will ich ja jetzt nicht. So. Spiel laden. Okay. Es speichert. Es speichert doch. Nach 31 Jahren hat die Batterie immer noch Saft und es speichert doch. Das ist jetzt eigenartig. Das ist jetzt wirklich eigenartig. Das letzte Mal hat es das nicht getan. Oder hatte ich ja vergessen, die Reset-Taste zu drücken. Aber das können wir ja mal ausprobieren. Geh mal dahin. Das probiere ich jetzt noch mal aus. Weil ich die vergessen habe, die Reset-Taste zu drücken, ist natürlich... meine Schuld. Dann war die ganze Sache hier umsonst. Mach mal, geh mal nach oben. So. Spiel speichern. Hat er jetzt gemacht. So, jetzt mache ich es aus, ohne die Reset-Taste gedrückt zu haben. Drücke wieder, mache ich wieder an. Habe ich das vergessen? Ist nicht das wirklich daran, dass ich die Reset-Taste vergessen habe zu drücken? Das wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd. So, Spiel laden. Nee. Das ist jetzt merkwürdig. Das ist jetzt echt merkwürdig. Leute, das ist merkwürdig. Das Spiel hat nicht gespeichert beim letzten Mal, wo ich gespielt habe. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das ist ein... Wann hat ich das Video gemacht? Ich weiß nicht, wann ich das Video gemacht habe.
das eine Video, das war vor ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen, kann ich jetzt nicht genau sagen, da habe ich das gespielt und es hat nicht gespeichert. Es hatte nicht gespeichert. Das hat mich ein bisschen gewurmt. Darum habe ich mir ja jetzt auch die Bits besorgt. Es macht sowieso nichts, dass ich die Bits gekauft habe. Brauche ich ja sowieso. Ich brauche ja auch für die NES ja auch noch die für die Switch die Schraubendreher. Gut. Ist dann so mein Fehler. Gut, das Video hat sich dann hierhin erledigt. Also ich brauche dann kein Batterie-Dings Halter. Dann lass die Batterie da drinnen, bis es wirklich nicht mehr geht. Aber 31 Jahre und die Batterie läuft noch. 31, 32 Jahre alt, die Batterie. Das soll mal heute einer nachmachen. Okay, dann vielen Dank fürs Zugucken. Und das nächste Video wird dann mit dem Amiga. Das ist was für den Amiga, wird dann für den Amiga sein. Gut, okay, bis dann. Tschüssi.